Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mega Man. Wir gehen jetzt zu Woodman, wie im letzten Part schon angekündigt. Ich hoffe, bisher gefällt euch das Let's Play. Ich nehme das alles am Stück gerade auf und auch im Vorrat. Okay, das sind Fledermäuse. Ich dachte, das sind Bomben, die runterfallen. Ich dachte, das wäre wie in I Wanna Be The Guy. Oh, ein pinkes Hoppelhäschen. Aber es sind keine Bomben, die runterfallen. Es ist viel humaner. Und darum laufe ich jetzt einfach mal durch. Das ist ja wirklich denn einfach. Ist bisher auf jeden Fall einfacher als Mega Man 1, das Spiel. Die Gegner halten alle irgendwie fast alle nur einen Schuss aus. Oh. Okay, hier einfach nur ein Muster auswendig lernen. Ich verstehe. Moment, hier bin ich in Sicherheit. Okay, das geht ja. Lass mich raten, jetzt noch einer. Ach, und wir kriegen einfach immer weniger Platz zum Agieren. Ja, wenn ich schon getroffen werde, dann möchte ich ihn jetzt wenigstens beenden. Ach, und der schwerste von allen dreien gibt denn kein Leben, oder was? Asozial. Asozial. Na, komm her. Na, endlich. Ja, das ist doch mal wieder das, was ich haben möchte. Leben. Okay, das sieht sehr unschuldig aus. Okay, die springen hoch. Ich dachte es mir. Ich wollte nicht an ihm vorbeigehen. Und diese kleinen Gegner, damit haben die jetzt irgendwie eine Affinität entwickelt, oder? Die kleinen, was waren's? Elefanten oder sowas? Nee, irgendwas Kleines gab es da auch vorhin schon. Diese grünen. Frösche, genau. Warum? Wie kam ich auf Elefanten? Ich will mich loslassen, Mann. Oh, das Häschen kann mit Karotten schießen. Jetzt habe ich aber Angst. Nein, habe ich nicht, denn es ist pink. Pinke Gegner kann ich einfach nicht ernst nehmen. Oh, es kann schießen. Ich werde dich trotzdem besiegen, einfach nur um den Leuten zu zeigen, dass du keine Gefahr für mich darstellst. Und außerdem gibst du mehr Leben, als du mir abziehst. Ja, du gibst natürlich kein Leben, aber du hast mich auch nur einmal getroffen, Mr. Karotti. Lotti Karotti. Wow. In der Wood Stage ein Feuervogel? Ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Okay. Die springen über mich rüber? Oder war das gerade Zufall? So, Woodman. Welche Schwächen hat der Gute denn? Woodman hat die Schwächen Airshooter, Crash Bombs und Metal Blades. Ah, Metal Blades. Die haben wir gerade bekommen. Metal Blades. Wie schießt du denn? Oh, das klingt gut. Ja, das sind Kreissägen. Kein Wunder, dass der Holzkopf da ein Problem mit hat. Hätte ich auch, wenn ich aus Holz wäre. Oh. Ja, so. Einfach die Hau drauf Taktik. Das hat doch gut geklappt. Beam me up, Mr. Wily. Wir kriegen W. Get equipped with... Wood Shield, vermute ich? Ne, Leaf Shield, okay. Das ist dann wahrscheinlich das Schild, was er auch hatte. Einfach. Stelle ich mir praktisch vor.
Und beim nächsten Mal geht es weiter, und zwar mit Airman. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.